Also bei mir ist eigentlich das Kostüm von Bulli, weil das eben ein Kostüm war, was sowohl Leander Hausmann das gerne so haben wollte, dass es im Grunde wie so eine Figur wird, wie Charlie Chaplin, also wo man einfach ein Kostüm hat, was er im Grunde durchgehend anziehen kann. Das heißt, da einen Anzug zu finden, den er über den ganzen Film, also einfach über den ganzen Film erzählt werden kann, das ist halt immer das Besondere, wenn man kann, also so wenig Wechsel wie möglich hat. Da muss das eben schon stimmen, haben wir eben sehr viel ausprobiert mit Anzügen und Hüten und so, bis es dann eben klar war, was es werden soll und dann wurde es halt eben angefertigt. Insofern ist das eigentlich das, also was das Wichtigste war, weil es eben diese eine Figur war und das eben so markant sein sollte. Für mich war es die englische Königin und es ist auch schwierig, sich jetzt auf ein Kostüm da festzulegen, aber die Aufgabe als deutsche Kostümbildnerin für Vanessa Redgrave, sich Kostüme für die englische Königin zu überlegen, die hat mir doch ein paar schlaflose Nächte bereitet. Und das Tolle war aber eigentlich, dass ich je häufiger ich vorher schon Anproben in Berlin mit ihren Hofdamen gemacht habe, desto vertrauter wurde mir die ganze Proportion dieser Kleider. Und sie war eigentlich mehr wie offen, auch für jede Verrücktheit. Und deswegen war das, ich würde sagen, die wichtigsten Kostüme und auch der Leitfaden durch den Film. Also beim Bulli war das so, der hatte wahnsinnig viel Geduld. Wir haben wirklich Stunden damit zugebracht. Und der hat auch nicht, also ne, manche werden auch ungeduldig und können nicht mehr, wollen nicht mehr und finden es eh ein bisschen überflüssig, dass man das so macht. Und das ist, also es gehört eigentlich dazu und ich denke auch, dass es generell unter den Schauspielern auch also mir aus gerne mehr kommuniziert werden könnte, dass die da auch eine Bereitschaft für haben sollten, dass es einfach so ihrem Beruf und dass es ja auch für sie ist. Also manchmal wundert man sich, dass es eben so wenig klar ist den Schauspielern. Aber es ist klar, also es ist sehr schön, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten kann, der offen ist und der Spaß daran hat und dann kommt man irgendwie dann so richtig eben in die Sache rein, miteinander auch. Das denke ich, ist schon am schönsten eigentlich von Kostüm. Und ich glaube, es nimmt uns ja auch diese Hemmschwelle, ne? Also am Beginn oder am Ende des Tages lernen sich zwei Menschen kennen, insofern man noch nicht vorher zusammengearbeitet hat. Und es ist für uns ein Neuanfang und natürlich auch für den Schauspieler. Und je mehr Offenheit und Bereitschaft uns geschenkt wird, desto mehr trauen wir uns ja auch. Und desto mehr kommt das Ganze in Fluss. Und dann entsteht bei einer Anprobe auch, kann bei einer Anprobe was entstehen, was vorher gar nie so eigentlich geplant war. Und das kann eben nur durch diese große... Doch ich würde fast sagen, wenn man unbekümmert in eine Anprobe geht und einfach mal guckt, was passiert da, ist es am interessantesten, was am Ende rauskommt. Ich würde hier jetzt schon mal gerne einen Bezug eigentlich auf Utes Arbeit nehmen, damit man die zu meiner besser versteht. Ein Film wie Anonymous hat mir relativ wenig Bandbreite des Ausprobierens gegeben. Ne? Also ich konnte nicht mit Vanessa 10 Kleider probieren, um zu gucken, wohin kommen wir, was mit einem Anzug, wo man im besten Fall in deiner Zeit auf jeden Fall Modelle finden kann, ob Originale oder wie auch immer. Es war so nicht möglich. Also wir haben an der Puppe angefangen und haben dann bei den Anproben natürlich die Endproportionen bestimmt. Und da ich eben so gar keine Erfahrung hatte im 16. Jahrhundert, war das wirklich sehr interessant, was so passiert ist, weil natürlich die Proportion bei einer Frau, die 1,45 groß ist, eine ganz andere ist wie bei Vanessa Redgrave, die über 1,80 groß ist. Na, insofern war für mich interessant, welches Kopfkino bei mir entstand. Und dass natürlich das Ergebnis sehr viel mit dem zu tun hatte, wie ich es mir vorgestellt habe. Trotzdem würde ich von sowas wie 20-30% Überraschung sprechen. Ja, das kann man schon sagen, würde ich
Es ist ja auch eine Sache, man fängt ja damit an, dass man einfach erstmal die Zeit überhaupt recherchiert. Also was war und vor allem, wo es stattfand, ist ja auch ein Unterschied. Bei mir war es jetzt ein Unterschied, ob es Berlin war oder ob es Moskau war. Also worin besteht das? Wie sahen die Leute wirklich im Hotel Lux aus? Wie haben die sich gekleidet? Die kamen, es war international, die kamen von überall her. Das heißt, und dann gab es ja auch historische Figuren, also wie Wena und so, die eben wirklich auch dort gelebt haben. Dann musste man rauskriegen, wie sahen die in der Zeit, man kennt die halt später. Also rauskriegen, wie sahen die überhaupt zu der Zeit aus? Es gab sehr wenig Bildmaterial überhaupt vom Hotel Lux, weil die natürlich alle da auch anonym gelebt haben. Das heißt, die benutzt es überhaupt wie das Hotel Lux, auch innen, außer die Gänge und so. Also alles war eigentlich sehr schwer raus, aber man hat es rausbekommen und dann hat man natürlich, entwickelt man irgendwann seinen eigenen Look. Und bei mir war das jetzt speziell auch natürlich, dass ich das mit dem Uli Hanisch auch sehr, also mit dem Ausstatter auch sehr gerne zusammenarbeite, konnten wir das auch sehr gut zusammen kreieren. Also dass man sagt, so hat es im Original aussehen und wo geht es für uns hin? Also was ist der dann doch der eigene Look oder worin unterscheidet sich dann wirklich auch Berlin von Moskau? Ist es irgendwie durch eine Farbigkeit oder durch mehr pompös, weniger pompös oder wie auch immer? So. Also es ist eigentlich ein großer Entwicklungsprozess, auf dem man sagt ja nicht vorher so, ne, wir legen das alles fest und wir zeichnen das und dann so machen wir es dann. So genau, ist es eben nicht. Also es wäre auch schade, weil da würde man sich auf jeden Fall auch was nehmen. Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall ein ganz wichtiges Gewerk dazu nehmen, nämlich Maske. Maske. Ne? Mhm. Ich beschreibe das jetzt mal so, bei Anonymous gab es ja recht klare Hintergrundfarblichkeiten, die fast immer recht dunkel waren. Und wir haben uns natürlich immer wieder getroffen und abgesprochen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir täglich unseren Look abgleichen mussten. Das war, glaube ich, bei dir viel stärker. Wobei man das natürlich täglich jetzt auch nicht kann, aber man hat sich doch immer mal wieder zusammensetzen können. Ja. Und so, ja. Das ist sicherlich. Mhm. Und so war ich natürlich häufig im Art Department, habe mir immer wieder auch diese Form der Hölzer angeguckt und dieser Wandbehänge etc. Aber in unserem Fall war ein ganz wichtiger Partner eben die Maske. Weil so ein Kleid, der so stark korrespondiert mit einer Maske, die sehr außergewöhnlich ist, ne, die ja fast das Gesicht komplett schließt und auch die Perücken und Haarschmuck, ist so eine Geschichte, die uns ja normalerweise im 20. oder 19. Jahrhundert eher seltener begegnet. Und ich habe sehr viel Erfahrung mit Haarschmuck gesammelt. Also ich würde das für mich so als Dreigestirn bezeichnen. Maske, Kostüm und Szenenbild ist im idealen Fall... Ja, absolut. Findet zwischen uns ein ganz starker Austausch statt. Also bei Hotel Lux war es auch so, dass wir also es glücklicherweise so machen konnten, dass bei den Kostümanproben auch die Maskenbildnerinnen immer schon da waren und eben auch schon immer mit Perücken sofort irgendwas ausprobieren konnten. Und das macht natürlich viel aus. Also bei der Hauptdarstellerin Mathilda Reuten war es dann auch so, die hatte verschiedene Looks mit verschiedenen Perücken, also da war die Entscheidung blonde Perücke, kurzer, langer und so. Und das konnte man dann natürlich immer sofort ausprobieren und dann entsprechend verändert sich so ein Kostüm auch sehr. Also klar, es ist ein Riesenunterschied, ob die Haare rot oder blond sind, lang oder kurz sind. Und das war sehr schön, also da war es wirklich auch ganz intensiv, die Zusammenarbeit, dass sie eigentlich immer das zusammen gemacht haben. Das geht leider nicht immer so. Also ich habe es bei anderen Filmen auch schon anders erlebt, dass es nicht funktioniert. Also nicht klappte, einfach zeitlich auch nicht funktionierte. Ne? Aber da war es irgendwie, ging es gut und das macht wirklich viel aus. Und ja, bei dir in dem Fall natürlich ist es noch entscheidender. Ja, ich habe vor ein paar Jahren einen Film gemacht in deiner Zeit, 30er Jahre, mit John Rabe. Mhm. Und da klappte das eben auch sehr gut, dass die Maske fast bei allen Anproben dabei war. Weil ich finde, ein historisches Kostüm verändert ja schon mehr, wie ein Jetztzeitkostüm verändert. Und eine Perücke erfindet einen neuen Menschen. Und deswegen finde ich es fast ein Muss, mit Maske bei historischen Kostümen zu probieren.